Jo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich bin gerade einfach nur live. Das ist ein Live-Ausschnitt dann, was auch auf YouTube landet. Aber es ist auch die Tage wieder einiges an Rap-Beef-Gossip passiert. Und zwar Ansagen, Ansagen, Ansagen. Keine Disses leider, aber egal. Ja, es gibt ja wieder ein, ja, ist wieder was hochgekocht zwischen P-Sport und Flair, und dann hat Flair irgendwie, glaube ich, bei Roos oder so live irgendwelche Ansage gemacht. Ja, bei Roos live irgendwelche Ansage gemacht. Darauf hat PSPot, glaube ich, auf Insta geantwortet. Die ganze Hintergrundgeschichte kenne ich nicht. Der hat, glaube ich, PSPot das ziemlich gut bei Animus Podcast zusammengefasst. Muss ich mir nochmal geben, habe ich noch nicht gemacht. Aber gestern rief Flair live bei Roos, während Roos live war, Roos an. Ja, irgendwie so sollte der Satz sein. Und dann hören wir mal kurz rein. Ich werde halt nur Audio abspielen, weil zeigen will ich nicht und brauche ich auch nicht. Da ist halt nur Roos zu sehen, wie der Handy vom Mikrofon hält, Jesus unten rechts. Und Jesus reagiert auf ein Video. Auf wen er reagiert, reagiert auch auf ein Podcast. Ach, komm, hör mir auf. Aber hören wir mal einfach zu. So, ist halt, der ist halt live, dann ruft Flair mitten im Gespräch an. Da fängt gerade, glaube ich, jetzt erst an an dieser Stelle. Animus Also. ist der krasseste Bars-Rapper, ne? Ja, safe. Okay, das ist Zynik oder Okay, wer Flair ist? ruft an. Flair ruft an. Yo. Machst du mich laut? Bist laut. Machst du mich laut? Also, ich habe mir das schon natürlich angeguckt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei jedem Aussage pausieren würde, aber Junge, 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 da dachte ich mir, Alter, ist jeden Tag übertreffen sie sich selber, wer das Schlimmste ist, so gefühlt, ey. Naja. Bis laut. Leute fragen mich, was hat Pierre bei Animus gesagt? Können Sie mal kurz in den Chat schreiben, bevor ich zum Punkt komme? Ich weiß es nicht, wir haben es nicht angehört. Ich kann dazu nicht sagen. Sollen der Chat soll kurz schreiben? Also, wie gesagt, PE Sports hat das bei einem Podcast noch was, also ich glaube, das ist gestern, vorgestern so rausgekommen, was er ganz lange, über eine Stunde oder so, über die Beziehung zwischen Flair und ihm selber, also PE Sports, redet. Und die haben das noch nicht angeguckt, aber Flair ist schon auf 180 oder so. Aber noch nicht, noch nicht. Okay, ich spoiler. Hat er seine Stimme verstellt beim Reden, Pierre, oder hat er normal geredet? Ich bin Batman. Bitte kein Fitner jetzt hier. Bitte kein Fitner. Hör über, mal zu. Über diese Hör mal zu. Ja, Roos will kein Fitner anfangen. Aber ich glaube, weil Roos auch irgendwie ein bisschen gut ist mit PS Sports, glaube ich, weiß ich nicht eigentlich, ehrlich gesagt. Ich könnte auch seinen Chat mal anmachen. Knutzen wir sagen, das in einen. Ja, keine Ahnung. Hör mal zu. Warum? Ich schwöre dir bei Gott, wenn Pierre einmal ohne verstellte Stimme mit mir redet, ich schwöre, ich habe Respekt vor ihm. Hör mal zu, ey. Weißt du, Doppelmoral. Ey, Animus, der Schwanz, guck mal, der redet doch die ganze Zeit jetzt hier bei dem Thema. Eloquente Wortwahl, genau. Rapper wollen Gangster-Rapper sein, aber wenn die dann reden in Interviews, dann haben die eloquente Wortwahl, weil die Moral der Geschichte ist ja auch die perspektivische Dreiachswurzelfraktion aus dem Gymnasium, ihr kleinen, miesen, echten. Also, guck mal, Animus, er redet die ganze Zeit von Battle Rap. Er hat Ich habe noch nichts verstanden, worauf er hinaus will irgendwo in eigentlich. seinem stillen Kämmerlein, Alter, irgendwo von einem Mikrofon, Alter, 100 Bars gedroppt, die auch geil waren. Ist doch okay. Hat wahrscheinlich wieder ein gewiss was Intus. Oh, was habe ich getan? Oder ich schwöre dir bei Gott, Animus redet die ganze Zeit von Rap. Er kann nicht mal in den Flieger steigen und hier in Deutschland überhaupt eine Currywurst kaufen oder einen Döner. Er Ja, versteckt bla sich bla in bla der bla EU. bla bla. Wenn er kommen würde von mir aus, Auch, Tiesta, ist das mir wäre sowieso. scheißegal, auf ihn oder gegen ihn, ist mir scheißegal. Nee, ich Er meine kommt eh einfach nur für nicht. den Gewinner. Wir beide können ja in den Topf werfen. Der Gewinner nimmt den Topf. Tiesta kann Ja, was aber er machen. kommt nicht. Da merkt man, Ja, der der hat Jesus sagt ausgelassen, auch, Alter. Jesus Theorie ist auch, der macht das extra so, dass es niemals stattfinden wird. Er hat schon, guck mal, er weiß auch, Animus, du Jesus gottloser Theorie. Hurensohn. Du hast schon Ey, gewonnen. bitte. Ja, Jesus, der Alleswissende und. Flair geht wieder hart drauf, aber Roos stört ihn jetzt, was er sagt. Bitte. Du hast schon gewonnen, wenn du hier nach Berlin kommst.
weil du das sowieso nie wieder in deinem Leben dich trauen. Ich glaube, Bruce reicht auch langsam mit seinem ganzen Gehate. Der will auch ein bisschen mal weg von seinem scheiß Dislikes. Aber mit seiner Art und Weise, wie der jetzt immer noch ist, ich glaube, das wird nichts mehr. Wirst. Komm doch nach Berlin, stell dich hier irgendwo hin und rap. Also er macht richtig hart ein Statement und erklärt mal alles. Aber der will irgendwelche bei Bushido irgendwelche Leichen ausgraben und dies und das und ja, hat alles wieder relativiert, was er auch zu Bushido seinem Kind gesagt, dass das nicht so schlimm war, aber ja. Rapper. Und wenn du Kacke rappst, du bist trotzdem der Gewinner. Weil bis jetzt bist du nur der Typ, der auf die Fresse bekommen hat wegen Rap und abgehauen ist. Und alle anderen sind noch hier. Alle anderen sind noch hier. Nur der Schwanz, der abgehauen ist, redet irgendwas von Rap. Und weil ihr alle den ganzen, du bist mit inbegriffen, Bruce, weil Ja. ihr die ganze Zeit alle im Internet. Also, es ist auch irgendwie. Ich kann Flair überhaupt nicht mehr folgen. Ich kann den überhaupt nicht mehr irgendwie so ab für seine ganzen Aussagen. Aber was er jetzt damit ausgesagt hat, jo, Animus ist abgehauen, deswegen kann er nicht über Rap reden. Man kann auch darüber vielleicht halten, was man will, wer wohin abgehauen ist oder so, keine Ahnung. Aber das hat ja nichts mit dem Rap zu tun, wenn man abgehauen ist, oder? So, keine Ahnung, jetzt abgesehen davon. Seid ihr jeden Tag, Alter? Habt ihr das irgendwie, hat euer Gehirn das ausgeblendet? Das stimmt. Er ist im richtigen Das stimmt. Leben, er kann nicht mal Currywurst kaufen. Dieser Ja, bla bla bla. So, gehen wir Schreibt weiter. einer, Sido hat auch von Azad kassiert, ohne ins Ausland zu flüchten. Ja, Wie aber meint er das? der meint damals in auf dem Festival. Das war Ja, und das. 2 Jahre. Flair lässt sich auch von Russen Chat triggern, weil er geht die ganze Zeit darauf ein, warum seid ihr so bla bla bla. Aber das kommt vielleicht 2,60 dazu oder Meter nicht? Gangster, Alter. Keine Hey, Ahnung. nix gegen Klein. Oder, warte mal, warte mal, warte mal. Ey, Ruth, sag mal bitte den einen Satz, den die seit 20 Jahren jedes Jahr am meisten gegen mich sagen. Deine Zeit ist vorbei. Deine Zeit ist vorbei, Flair. Ey, meine Zeit ist doch vorbei. Willst du wissen, warum? Fake off Rap. Den die seit 20 Jahren die. Von 187 ist auch vorbei, ne? Nächstes Jahr. Wohin klicke ich die ganze Das Zeit Jahr so? am meisten gegen mich sagen. Deine Zeit ist vorbei. Aha, Also, hihihi. Lamborghini ist doch alles geil, mach doch dein Ding, Respekt, du hast Geld gemacht. Aber komm mir doch nicht mit, du bist ein krasser Rapper oder jemand muss Respekt vor dir haben. Das ist Gymnasium, Alter, und arbeite bei Siemens in 3 Jahren, du Bastard. Hey. Okay. Was? Stell mir ein paar Fragen, ich will ein Interview machen jetzt. Oh. Ich will ein Interview machen jetzt. Hey, Berke nennt mich du HS. Berke ist sauer. Berke wurde. Ja, also Telefonat geht auch mehrere Minuten, also wirklich halbe Stunde oder so ein Gefickt Scheiß. wurde im echten Leben, ist ja überall gefickt wurde. Wie lange hat es gedauert? 2 Jahre. Fertig aus. Ghostwriting. Mit Schiri mehr. Man Lars kommt mit weißem Champion-Pulli ins Interview. Er kommt mit weißem Kinder-Pulli ins Interview. Ja, weiße Kinderpolis. Ja, hier geht jetzt wieder auf alle Ghostwriter irgendwie. Also, ich glaube, das war schon. Also, wo er gerade geredet hat, dass die Ghostwriter nichts bringen, die Stars, dass die Ghostwriter keine geilen Alben in den letzten genau 10 Jahre haben, dann kam der Chat dazu von Rus sogar, dass Motrip doch geile Alben hatte. Ja, Flair hat dann sich angefangen rauszureden, ja, da schon, keine Ahnung, 2012 war das, schon über 10 Jahre her, dies, das, Ananas. Und dann, dass er schon letztes Jahr so krasses Album rausgebracht hat, also der Flair, bla bla bla. Ruth, wieso willst du Flair mal loswerden? Lass ihn doch mal reden. Das ist doch, was wir alle wollen. Na, geil, Alter. Meinung zu Pokémon Rote Präsident. Oh ja. Oh, mein Botox, mein Botox. Sie Irgend so ein macht ja 1,60 Meter Schwanz. das Shindy-Interview nach. Der. Oh ja. Da hat er aufgelegt, Alter. Botox, mein Botox-Mund. Naja. So. Dann gab es aber natürlich, was ich jetzt nicht gezeigt habe oder nicht gefunden, so schnell auf schnell habe, bla bla bla. Ja, dann denke ich mal, wechsle ich auf Vollbild. So. Ein Video. Weiter an.
Und du nimmst immer die falschen. Genau, Ausschnitt aus diesem Stream, was ich gerade gezeigt habe. Der hat da in die halbe Stunde und länger mit Russ telefoniert. Die wichtigste Stelle Leute in sozusagen. Schutz. Wen hast du? Und du nimmst immer die falschen Leute in Schutz. Wen hast du alle schon in Schutz genommen Ich und wer hat nehme dann am nie Ende wieder, alles ich nehme gemacht? nie wieder jemanden in Schutz. Dann nimm ich Pierre in Schutz. Der Das Typ, ist was Alter. anderes. Was macht der denn weiter? Was quatscht der denn weiter? Er soll doch Ich einfach hab's kommen. nicht geguckt. Ich Er hab's nicht soll. geguckt. Ey, Pierre, denk nicht, irgendjemand will gegen dich rappen mit den 80 Terrorbars und 30 Reime, 80 Silbenreime in 3 Minuten Kopfficker-Musik. Also, keine Ahnung, das hat er doch genau das gleiche schon gegen Kollege vor, keine Ahnung, 1000 Jahren gefühlt gebracht, ne? Ja, hier mit deinen Kreuzworträtselreimen, dies, das, Ananas, Alter. Und hier genau das gleiche, Alter. Und der hat ja keine Argumente. Die haben alle keine Argumente mehr. Ruß, Flair, dies, das. Wenn jemand irgendwie den ihnen nicht den Kram passt, so keine Ahnung, sind fake. Alles Klicks gekauft, alles Streams gekauft. Unreal, dies, das, Ananas, Alter, immer das Gleiche. Also richtige Ungönner. Base, was sie da sich gebildet haben, Alter. Gebildet. Gebaut Ich haben. mach deine scheiß Musik, ich höre deine scheiß Musik und du kannst morgen 3000 Terrorbars gegen Flair machen. Interessiert keine Sau, Mann. Du hast nur Geld gemacht, weil du zwei Künstler hattest, für die hast du Klicks gekauft. Halt deine Fresse. Für Lass mich wen hat der ausrasten, Klick Alter. gekauft? Kaufen Spotify-Klicks, gehen dann zum Friseur, Alter, machen Geld, fahren Lamborghini. Ist doch alles geil, mach doch dein Ding, Respekt. Du hast Geld gemacht. Aber komm mir doch nicht mit, du bist ein krasser Rapper oder jemand muss Respekt vor dir haben. 10 Jahre lang warst du Fan von mir, Alter, die Fresse, ja? Willst du mich verarschen? Wie heißt der Typ da? Wie heißt der eine, seine Künstler? Wie heißen die beide? Weiß ich nicht. Jetzt kommt auch die gleiche Masche wie immer. Wie heißt der da? Kenne ich doch nicht. Die sind so unrelevant. Muss ich doch nicht den Namen kennen. Obwohl er selber auch hier Jamule, glaube ich, sein wollte. Aber pff, was weiß ich. Jakari meinst du? Oder? Jamule und der andere? 40? 40, wer die Forti, Alter. Wollt ihr mich verarschen oder was? Wollt ihr mich verarschen mit dem, mit ihrem, mit hier 40. Viele Grüße an 40, kleiner süßer Junge. 80 Millionen Klicks, ja klar. Na klar. genau, das. Na klar, 80 Millionen, wie kann das sein? Alles geklaut, gekauft. Ah, leck mich doch am Arsch, ja. Quatsch, eben, diese ganze Verarsche, ja. Und das Coole ist dann irgendwann, Alter, gehen die zum Friseur, haben endlich mal die Adresse von Balenciaga am Kudamm gefunden, wissen endlich mal, wie man Lamborghini liest, Alter, und dann machen sie große Fresse gegen Flair auf einmal. Was für eine Scheiße, ja? Soll die Fresse halten, macht seit 2 Jahren Geld, auf einmal ist er cool geworden. Schwänze, ja. Lass mich nicht anfangen. Wenn ich stehen disse, ich schwöre dir bei Gott, was ich alles weiß. So, okay, erstmal reicht. Dann, ja, die Stars Ananas. Natürlich, wer bis jetzt noch zuschaut, super. Dann Daumen hoch, liken, kommentieren auch, was ihr zu Flair haltet oder zum Ruse. Ja, right, erstmal. Und dann halt, PS-Bots spielt auch in diesem Kram. Also, was immer noch über PS-Bots hält. Ich habe keine Ahnung, wie meine Videos jetzt, also wie man auf meine Videos jetzt draufkommt und dann halt aus welcher Bubble sozusagen die Menschen sind. Aber egal. Dann halt Flair bei Insta-Stories gemacht. So. Blabla, P wohnt in einem Bonzenviertel. Dies, das, Ananas. Okay, paar Leaks, Da drücken wird eine Menge Geld von dir nehmen, Schläge mehr nicht, du kleiner Kackbengel, du wirst wie ein Muss nach Dubai ziehen. Würde gerne direkt an Busnetz die Kohle überweisen, er hat aber leider 80, 800.000 € Schulden beim Finanzamt. Jetzt bekommen die das Geld. Oh. Ah, das meinte ich doch gerade, dass er 40, habe ich 40 gesagt oder Jamul? Jamul habe ich gesagt, ne, dass es sein wollte. Nee, dann. Es 40 sein wollen und dann auf einmal seinen Namen nicht mehr kennen. Du Esel P wollte, dass ich ihn unter Vertrag nehme und ich habe Nein gesagt. Das Flair so hart ist, du bist zugezogen und geflüchtet. Was bei den Bullen unterm Abdrücken? Halt in der Fresse, du Müllhaufen. Also, keine Ahnung. Letzte Zeit geht. Meiner Meinung nach, jeder Beef um die gleiche Scheiße. Jemand hat einen Rücken, jemand hat da Polizeischutz, jemand war bei Polizei, jemand ist abgehauen, dies, das, Ananas, Alter.
Langweilig geworden, Alter. Jo, Pierre, wenn du dich traust, innerhalb von 24 Stunden, das war vor einer Stunde, mir deine tollen Sprüche ins Gesicht zu sagen, halte dich in Zukunft meinen Mund. Wo ich bin, soll dir Ruth oder Sinan sagen. Bruder, der Bengel sollte 100.000 abdrücken. Oberhausen ist dann abgehauen nach Berlin. Hasste wahrscheinlich nicht vor mir, Bro. Hat am Ende alle verraten. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal zur PS Post. Ich hoffe, die sind noch online. Die Stories. Das ist ein bisschen. Wo? Was ist das? PS Stores? Sports. So. Musikvideo, Musikvideo. Was hat denn dazu zu sagen eigentlich? Wie höre ich das überhaupt da? Unsere einwöchige Promophase zum Release von Machtwechsel 2. Okay, es geht nicht um den Beef, dann war er halt bei einem Podcast, wie Weiter an. gesagt. Das haben wir uns Du nimmst gerade mal die falschen gegeben. Leute in Schutz. Wen hast du alle schon? Aber vielleicht ist es eine kürzere Phase, können wir Weiter uns an. gerne anhören. Du nimmst mal die falschen Leute in Schutz. Wen hast du alle schon in Schutz Ich genommen? ne, haben wir wirklich diesen Ausschnitt gegeben. Weiß ich wirklich 40, nicht. Alter. Wollt ihr mich verarschen oder was? So, und jetzt kommen die 10 Fakes. Intifler hat da drauf was geantwortet. War jetzt nicht online, obwohl das vor 3 Stunden eigentlich war. Hat Flair schon gelöscht oder was? Oder habe ich, müssen wir gleich nochmal gucken. Weil der hat da drunter geschrieben, warte mal, du kommst vom reichen Elternhaus. Also rede nicht, also keine Ahnung. So, was für Geld machen, Bro, oder so ein Scheiß hat er gepostet. Keine Ahnung. Erstens, du bist ein Lutscher auf jeder Ebene. Zweitens, mein Lambo ist gekauft, du insolventer Penner. Wir haben im Gegensatz zu dir nie Klicks gefaked. Jeder Künstler von mir ist erfolgreicher als du. Ich habe in 2 Jahren mehr Geld gemacht als du in deinem Gesang, in deiner gesamten Karriere. Forti hat in 2 Jahren mehr Klicks gemacht als du in deiner gesamten Karriere. Über Jamule brauchen wir gar nicht zu reden. Alleine der Vergleich ist respektlos. Er ist alles, was du mit 27 gerne gewesen wärst. Verhindere lieber den Tag, an dem ich für dich witzige 100 Bars schreibe, anstatt ihn herauszufordern. Du bist eine kleine Pussy und das sehe ich in deinen Augen. Hättest du dich weniger mit Balenciaga-Stories und mehr mit deiner kaputten Psyche beschäftigt, wärst du heute nicht der Hund, der du geworden bist. Wärst du denkst wirklich, No Name wäre ein krasser Distrikt gewesen, was? Ha. Ja, deswegen meint er auch flehende Stories, die wir gerade gefunden haben. Also, die gehen hin und her, glaube ich, oder man sollte man vielleicht die erstmal angeguckt haben oder so. Also, eine Psyche, die ist das, anders. So, egal. So, weiter. Life is Pain, Promo. Ja. Ey, du Flitzebogen. Du machst hier weder Ansagen noch setzt du irgendwen ein Ultimatum. Nur ein Penner wie du hat an einem Donnerstag Zeit für einen Penner wie dich. Du hörst von mir, diese Filme macht man nicht im Internet. Also, das Flair hat gesagt, in 24 Stunden, bla bla bla, kommst du da und du weißt, wo ich bin. Okay, alles klar. Diese Filme macht man nicht im Internet. Das ist jetzt aber auch komische Ansage, dass die jetzt wirklich irgendwie handgreiflich werden wollen. Oder geht es um Bars? Ich will Bars hören. So, ja, okay. Ja, Ende von dieser Geschichte. Vielleicht kommt da auch was bald. Flair, keine neuen Stories. Zack, zack. Ach, da hatte doch. Da. Drei Käse hoch, du hast reiche Eltern, red nicht vom Geld gemacht. Das meinte ich gerade, dass er darauf geantwortet hat. Okay. Ja, habe ich dann wahrscheinlich übersprungen, ne? Okay. Wo war das mit der Psyche? Redest von stabiler Psyche, ich weiß Sachen über dich, PA. Punkt, 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 Punkt. Am Ende heult ihr alle wiederum, dass Flair so hart ist. Da fällt ein Komma, egal. Punkt, Punkt, Punkt. Du bist zugezogen und geflüchtet. Was bei dem Bullen und dem Abdrücken? Halt deine Fresse, du Müllhaufen. Okay, wenn du dich dran, das war die Ansage, wo, ja, okay. Ja, alles klar, ja, das war es eigentlich, glaube ich, an diese ganzen News. Ja, gut. So. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, kommentieren, abonnieren und liken, wie schon gesagt, mit dem Video.